Seit einer gefühlten Ewigkeit, nachdem Infos und Bilder im Netz ihre Kreise drehten, haben Publisher Electronic Arts und Entwickler Criterion Games den neuen Need for Speed vorgestellt. Damit ihr wisst, was auf euch zukommt, habe ich hier 6 wichtige Punkte, die ihr über das Spiel wissen solltet. Seid gespannt, sind wirklich ein Blick wert. Moin moin und hallo Racing-Freunde, ich bin der Jokermeister und auf meinem Kanal dreht sich alles über Videospiele. Falls euch das interessiert, könnt ihr mal gerne vorbeischauen. Ein sehr einzigartiges Racing-Game lockte nun viele Fans zu sich. Need for Speed Unbound ist sein Name. Am 2.12. wird es für den PC, PlayStation 5 und Xbox Series erscheinen und zum Release unfassbar viel packende Racing-Action bieten. Und ich habe mir das Spiel, die Vorberichterstattung, angeschaut, was ist jetzt über das Spiel bekannt, und habe das für euch in 6 übersichtlichen Punkten zusammengetragen, die wir auf jeden Fall über das Spiel wissen sollten. Lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch, wenn es euch gefällt, und ich würde mal sagen, legen wir los. Der erste Punkt betrifft das Gameplay, in dem wir die Untergrundrennszene der fiktiven Stadt Lake Shore erkunden und uns Verfolgungsjagden mit der Polizei liefern. Nach dem, was wir so alle sehen, sieht Need for Speed Unbound wirklich richtig gut aus. Der neue Look scheint gelungen zu sein und sieht extrem cool aus. Aber zu dem Thema kommen wir bald wieder zurück. 140 Autos wird es im neuen Need for Speed geben, was tatsächlich ein Rekord für Need for Speed ist. Von Lamborghini über Ford bis Dodge und BMW ist vieles dabei. In diesem Video, was ich euch oben verlinkt habe, könnt ihr alle 140 Autos auch sehen. Aber es gibt keine Toyotas. Ja, ihr habt richtig gehört, die sind offiziell nicht drin. Alle Autos werden sich natürlich unterschiedlich steuern lassen. Das hängt auch natürlich von denen ab, welche Teile ihr in denen verbaut habt. Das führt uns auch dann zum zweiten Punkt, und das betrifft das geile Tuning von Need for Speed Unbound. Denn neben umfangreichen optischen Anpassungsfunktionen erwartet euch selbstverständlich auch unfassbar viel Performance-Tuning, mit dem man Beschleunigung und Wendigkeit anpassen kann. Von Carbon-Spoilern bis zu Nitro-Einspritzung ist alles dabei. Der Tuning-Style erinnert sehr stark an Need for Speed Underground, aber auch zu dem Thema greifen wir bald wieder zurück. Nummer 3 ist die Grafik, wo der Entwickler Criterion Cartoon-Elemente mit realen Elementen vermischt hat. Ihr rast beispielsweise durch lebensechte Kulissen mit authentischen Fahrzeugen, wo meist aber bei Driften unfassbar viel Rauch zu sehen ist, oder Flügel, wenn ihr in der Luft seid oder Nitro gedrückt habt. Abgerundet wird das mit Charakterdesigns, die direkt aus einem Comic rausgesprungen sind. Need for Speed Unbound hat einen einzigartigen Grafikstil, die aber etwas unkonventionelle Inszenierung gefällt, aber nicht unbedingt jedem. In YouTube-Kommentaren, sozialen Netzwerken und überall sammeln sich negative Kommentare zum Grafiklook. Die Entwickler haben aber klargemacht, dass sich jegliche Effekte auch deaktivieren lassen. Der Grafikstil soll sich anpassen lassen. So sollen Spieler selbst Möglichkeit bekommen, den an Graffiti erinnernden Stil zu personalisieren. Criterion Games hatte 3 Jahre lang an einem neuen Gameplay-Look gearbeitet, was das zentrale Spielelement sein soll. Und jetzt stellt sich die Frage, ist der neue Look bzw. Stil überhaupt gut? Ja, er ist es. Mir persönlich scheint das wirklich gelungen und ich bin schon sehr gespannt auf den Gameplay. Ihr könnt gerne in den Kommentaren schreiben, ob euch der neue Look bzw. Stil gefällt oder halt nicht. Was den Punkt 4 angeht, kann man ja nur sagen, Need for Speed Unbound ist der direkte Nachfolger von Need for Speed Underground. Das komplette Setting, die komplette Aufmachung, das erinnert einfach zu stark an Underground. Dieses Spiel hat wirklich das Potenzial, Need for Speed wieder richtig groß zu machen. Was direkt Punkt 5 ist, der einzigartige Stil. Need for Speed Unbound sieht absolut anders aus, was auch das Wichtigste ist. Damit Need for Speed generell wieder auf die Beine kommt, Need for Speed Unbound macht einfach sein eigenes Ding. Das ist meiner Meinung nach wirklich, wirklich cool. Punkt 6 ist die Identitätskrise von Need for Speed. Ihr darf da nicht bei der Identitätskrise vergessen, dass Need for Speed eins der ältesten und der erfolgreichsten Marken in dem Rennspielbereich ist. Need for Speed ist jetzt fast 30 Jahre alt und damit älter als alle seine Konkurrenten, und mit 150 Millionen verkauften Einheiten weltweit lässt es sogar ein grandioses Spiel wie Resident Evil hinter sich. In den letzten Jahren hat Need for Speed unzählige Neuorientierungen gemacht, was den Genre und den Stil angeht am meisten. Das liegt halt an der ständig wechselnden Entwicklerregel, die wir jetzt halt auch in Need for Speed Unbound durchleben werden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen hoch und besucht mich bald zum Release wieder. Bleibt gesund, euer Jokermeister.